Burger. Das ist Ihr ganz persönlicher Zweisitzer, auf dem Sie jetzt ganz alleine Platz nehmen dürfen, Herr Berger. Wir eskortieren Sie nur. Wohin? Man sagte mir, man soll Ihnen besser keine Fragen stellen. Man wüsste nicht so genau, was Sie antworten. Das ist immer mit einem Risiko verbunden, hat man mir gesagt. Wie bitte? Ihnen das Wort. Ja, sag nichts. Sag nichts. Let's go. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das ist das erste Mal, dass ich in Berlin bin und nach 40 Jahren Karriere, dass die Deutschen aufgewacht sind und mir einen Preis geben. Also, die Wahrheit. Ich habe wirklich alle Preise dieser Welt empfangen, von Grammy und Nomination Oscar, twice. I never made it. Who cares? Because I have been late, as usual. Ritardato. I'm born late. But it's a wonderful evening, and I want to thank the Bürgermeister for sure. It's a big honor for me. I really think so. And my heart is beating, and especially for this enormous crowd of people. So let's see if I can still, ob ich noch Deutsch sprechen kann. Ich habe 40 Jahre nicht Deutsch gesprochen. Sondern? Alle Sprachen. Okay. Und mit allen Akzent oder mit Akzent. Und naja, man kennt ja das Leben. Also, was kann ich Ihnen sagen? Ich helfe Ihnen auch gerne mit ein paar Fragen. Darf ich? Bitte? Ich kann Ihnen auch mit ein paar Fragen helfen. Ja, aber ich habe da was geschrieben. Ich habe da geschrieben, ihr seid alle verrückt. Steht hier wirklich. Dankeschön. Mir einen Preis zu geben, da muss man da 63 Jahre alt werden. Nein. Um diese schwangere Frau zu empfangen. Also wirklich, Dankeschön. Ist eine Ehre. Ich finde toll, was ihr hier macht oder organisiert habt und freue mich sehr über Teddy apostroph S. Warum soll man auch immer Äpfel essen, wenn man auch Erdbeeren naschen kann? Balls. Der ist auch etwas rundlich geworden, aber immer noch sehr schön. Also klein ist er nur. Da ist er! Da ist er! 2007. Dankeschön. Scherz beiseite. 1968, als Lucchino und ich die Verdammten treten, wäre ein solcher Preis doch nicht möglich gewesen.
Nicht mal für Pasolini. Der sich auskennt in der Filmgeschichte. Es geht um die Toleranz und es geht um Liebe. Behalte das im Herzen. Bitte. Einen ganz besonderen Applaus, meine Damen und Herren, für Herrn Helmut Berger. Der einzigartige, unnachahmliche Helmut Berger. Und wenn ihr etwas von mir gelernt habt, von meiner Vergangenheit, ich fände es großartig. Und so müssen wir weitermachen. Toleranz und Liebe. Bitte bleiben Sie doch bei uns, Vielen Helmut. Dank. Dieser Applaus gehört wirklich nur Ihnen. Vielen Dank.